Willkommen zurück bei Kerbal Space Programm. In der letzten Folge haben wir ja unseren Weg hier nach Moho gemacht. Und in dieser Folge wollen wir beim Easter Egg landen. So, setzen wir erstmal die Kamera in der Mitte, dass wir ordentlich was sehen. Und da müssen wir hier ein bisschen sortieren. Weil ursprünglich habe ich gedacht, dass ich diese Stufe fürs Bremsen verbrauche. Jetzt habe ich ja noch ein bisschen Sprit drin, was nicht schlecht ist. Deswegen werden wir die jetzt nicht absprengen und die nächste Stufe zünden, sondern hier weitermachen. Also, das und dann das. Das und dann das, irgendwie so. Müssen wir natürlich einzeln nochmal überprüfen, ob es jetzt alles richtig ist, aber wir werden sehen. Gut, also zuerst mal das Fairing weg. Und da sieht man schon, hier steckt ein kleiner Lander drunter. Ja, und jetzt müssen wir den natürlich bemannen, weil unsere Leute, die stecken ja hier drin. Wenn man hier mal guckt. Und das hier auf die Kamera hier ausrichtet. Sieht man sie hier sitzen. Kann man das Licht wieder ausmachen. So. No, da sitzen sie und schauen. Stehen Kopf und schauen raus. Und sie sollen jetzt natürlich hier rein, damit sie die Landung besser beobachten können. Vom Lander aus. Genau. Also machen wir mal die Ansicht wieder zu. Und transferieren sie. Crew transferieren. Chap hier rein und Bill auch hier rein. So habe ich mir das zumindest vorgestellt. Ja, als nächstes gilt es, den Lander natürlich hier zu lösen. Genau. So, und da koppeln wir jetzt mal ab, beziehungsweise fahren hier auch mal die Antennen aus. Ist besser. Also, warum habe ich sie sonst dran? Ne? So. Genau. Kurz sichern und jetzt geht's ans Lösen. So, aufgepasst. So, jetzt wechseln wir ins andere Schiff. Da ist der Lander. Aber bevor wir jetzt wieder andocken, gehen wir mal zurück und tun die nächste Stufe abtrennen. Nämlich das hier. Das brauchen wir da nicht mehr zum... was habe ich jetzt gemacht? Ach, so die Triebwerke. Alles gut. Glaube ich. Zumindest. Jetzt ist es dran. So, weg damit. Und es fliegt glücklicherweise am Lander vorbei. Man sieht hier drunter, was hat sich da verborgen. Der Andockring und Fallschirme für die Rückkehr nach Kerbin. So, jetzt haben wir unseren Lander hier. Der hat ein Drahtrad bekommen, was der normale LEM nicht hat. Lunar-Exkursionsmodul. Hier oben noch ein Drahtrad draufgesetzt und noch ein bisschen mehr Sprit, damit noch ein bisschen für die Korrektur Platz haben. So, also gucken wir mal, wo fliegen wir denn? Hier sind wir. Wir wollen darum. Auf welcher Seite ist es jetzt heller? Ich denke, wenn das hier ist. Dann spulen wir jetzt mal ein kleines Stück, gucken, ob sich der Planet Moho entsprechend weiter dreht. Und das machen wir in der Ortungsstation, weil ich da schneller spulen kann. Also schnell zur Ortungsstation. So, Ortungsstation. Moho zentriert. Und jetzt geben wir ein bisschen Zeit, bis das hier irgendwie im Dunkeln, nicht mehr im Dunkeln ist, auf der Nachtseite, sondern hier auf die Tagseite kommt. Und langsam holt es die Tagseite ein. Sehen. Noch ist es im Dunkeln, aber bei der nächsten Umrundung. Hoffe ich.
Ja, jetzt ist es schon fast im Hellen. So machen wir das. So. Jetzt wieder zum Landemodul. Da wollen wir mal ein Manöver setzen, was uns da ranbringt. Hier ist unser Landemodul. So. Erstmal ein Manöver hinzufügen, was uns tiefer bringt. Kann noch tiefer sein. Und ein Stück zur Seite. Dass wir ungefähr drüber rauskommen. Weil wir haben ja diesmal keinen Rover eingepackt. Und da können wir nicht so weit fahren. So, wenden wir. Das Schiff in die richtige Richtung. Sehen wir gerade nichts mehr. Machen wir die Lampen an. So, Beine nochmal ausfahren. Und jetzt können wir die Triebwerke schon mal aktivieren. Beziehungsweise das eine Triebwerk. Ja, und dann warten wir die paar Minuten, beziehungsweise spulen mal vor. Sicherheit nochmal zwischenspeichern. So, jetzt geben wir ein bisschen zeitlich Gas. Und da kommt auch die Sonne schon wieder raus und da war es schon zu spät, aber ich gebe jetzt trotzdem Gas. Gucken, müssen wir dann halt nochmal korrigieren. So. Sehen. Naja, so viel zu weit waren wir gar nicht. Also machen wir hier das nächste Manöver, was uns wieder ein bisschen abbremst. Möglichst schon mal dicht ranbringt. So. Man sieht, hier müssen wir 512 abbauen. Ist aber für die aktuelle Stufe noch kein Problem. Von Moho sieht man noch nicht viel, weil wir sind noch über der Schattenseite sozusagen. Jetzt spulen wir mal ein kleines bisschen, aber nicht zu schnell, dass wir nicht wieder an unserem Manöverpunkt vorbeirauschen. So, jetzt sind wir über dem Pol weg. Ja, und da wird es schon heller. Man sieht, wir fallen. So, und jetzt geben wir Gas. Und gucken uns das auf der Karte an. So würde ich sagen, reicht's schon erstmal. So, das ist jetzt alles keine hundertprozentige Genauigkeit, aber werden wir sehen, ob wir trotzdem in der Nähe des Easter Eggs landen. So, jetzt kommt es drauf an, ich sehe zwar noch nichts. Wir fliegen etwas zu kurz. Theoretisch noch ein bisschen in die Richtung.
kleines bisschen. So, und schnell wieder wenden. Da, haha, ich sehe es schon. Wunderbar. Wir sind ungefähr richtig. Und das letzte Stück müssen wir dann laufen. Und unser Sprit reicht auch gerade. Ja. Und wir sind unten, wir zappeln noch ein bisschen. Aber wir sind auf Moho gelandet und man sieht jetzt schon im Hintergrund unser Ziel. Also wir sind nicht allzu weit davon entfernt runtergekommen, das ist schon mal gut. Ja, und die Sonne steht dem Lander im Rücken. Tja, was soll's, muss ich mal sagen. So, dann feiern wir das Ganze jetzt, indem wir die Leitern ausfahren. Und erstmal beide aussteigen lassen. So. Zur Sicherheit nochmal. Ja, F5, ne? Man weiß ja nie. So, raus mit dir, Chap. Ja, und Chap betritt Moho. Und Mo, ähnlich wie der Mond. Wir schauen mal, wie er springen kann. Ui. Gut. Aber da Chap nicht allein ist, muss er seinen Kollegen Bill auch aussteigen lassen. Der will schließlich auch was sehen. Da ist jetzt das SAS deaktiviert, weil kein Körbel das mehr steuern kann. Aber es muss ja auch jetzt nicht gesteuert werden. So. Oh, zittert Chap gleich ein bisschen. So, wo war das Easter Egg wahrscheinlich? Genau auf der anderen Seite. Ja, sie gucken drauf. Ja, hält der Helm noch. Gibt gerade hier irgendwelche Grafikbugs. Kann aber auch an einem Mod liegen. Keine Ahnung. Oh, jetzt hat er sich verbrüht. Gut, also wechseln wir mal zu Chap. Und er macht sich auf den Weg nach da oben. Und das braucht er auf Moho nicht zu Fuß zu machen, sondern kann natürlich sein RCS nutzen, um dahin zu rutschen. Nein, er steht wieder auf. Komm, steh auf, tu nicht so. Hoppla. So, nochmal RCS. Ich hab die falsche Taste erwischt. Aber man kriegt, beim Aufstehen gibt es immer ein Grafikproblem. Nun ja. Also Mods sind ja nicht offiziell lizenzierte Sachen, sondern welche die Fans praktisch hinzugefügt haben. Und die sind nicht immer hundertprozentig kompatibel. Aber mit Mods sieht es natürlich wesentlich schöner aus, das Spiel, als ohne. Und da wir uns angewöhnt haben, immer auf den Randoliten zu landen, nicht erwischt. Na gut. Aber wenn wir drunter liegen, zumindest hat es nicht plopp gemacht und der Helm ist kaputt. So. Dann können wir ganz vorsichtig, wo wir schon mal schön davor stehen, rauffliegen und unser Fähnchen dann auf diesen Randoliten setzen. So. Da wären wir. Fahr das mal wieder ein. Genau. Chap auf dem Randoliten. Und jetzt hissen wir die Flagge. Unsere allseits bewährte.
So, da schreiben wir drauf. Mohus Randolith. Und das war's. Für dieses Easter Egg noch nicht für die Folge, weil wir müssen ja auch versuchen, wieder zum Mutterschiff zurückzukommen. So, also erstmal RCS wieder an. Hoch und vorwärts. Und dabei bitte nicht den Lander umschmeißen. So, und jetzt können wir schon langsam die Vorwärtsrichtung ein bisschen rausnehmen. Ja, und sind ganz gut aufgekommen. So, der Chap, der geht schon mal wieder zum Lander. Saust mal ein bisschen mehr. Und Bill wird dann hier noch eine Bodenprobe nehmen. Und einen IWE-Bericht. Und all sowas. So, also er ist schon wieder drin. Und jetzt zu Bill. Also, Helm entfernen machen wir nicht. Oberflächenprobe. Der Boden besteht aus erkalteter Lava, die auf starke vulkanische Aktivität hindeutet. Okay. Was haben wir noch? Den IWE-Bericht. Es wird langsam richtig heiß hier drin, meint Bill. Okay. Gut, jetzt steigt er erstmal ein und dann machen wir noch einen Crewbericht aus der Kapsel. Beziehungsweise aus der Aufstiegsstufe, die dann hoffentlich so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Apollo-like. So. Erstmal SAS wieder anschalten. Und jetzt noch unseren Crewbericht. Du zeichnest die Lagebewertung der Crew auf, na gut. Dämlicher Crewbericht, aber was soll's. Gut, nächster Schritt. Rübergehend Licht aus. Und Leiter einfahren. So, und jetzt setzen wir erstmal unser Mutterschiff, unseren Moho Explorer als Ziel der ganzen Geschichte. Ist gerade auf der anderen Seite, müssen wir also dann ein bisschen warten. Dann müssen wir den erwischen, warten wir, bis er an uns vorbeigeflogen ist und geben dann in seine Richtung Gas, damit wir auch wirklich wissen. Weil nach Norden müssen wir auf jeden Fall fliegen, aber Norden ist ja fast in jeder Richtung. Und damit wir auch die richtige Flugbahn erwischen, müssen wir mal das kleine bisschen warten. So. Deswegen, wenn man gelandet ist, kann man übrigens schnell vorspulen. So, da kommt er. Jetzt ist er über uns und jetzt ist er an uns vorbei. Und jetzt heißt es halt erstmal den einholen. So. Ziel. Da sieht man schon, das ist dort. Und jetzt heißt das Triebwerk ausschalten. So. Jetzt volle Pulle geben. Zwischenspeichern und hoffen, dass er gerade abhebt, wie er soll. Also 3, 2, 1, auf geht's. Nein, also nochmal. Hatte leider F5 gedrückt und dadurch das gespeichert. Da müssen wir es so versuchen. Leider hat er in die falsche Richtung angefangen zu Gas zu geben. Gucken. Das Ziel ist auch raus. Ah, jetzt sehen wir, wo das Ziel ist zumindest. Gut, ein bisschen, naja, hubbeliger Start.
Ich hatte es leider falsch gespeichert. Also ich habe statt Laden Speichern gedrückt. Und da ist unser guter Lander. Konnte ich dann nur den Spielstand wiederherstellen, weil ich wollte nicht die ganze Landung nochmal machen. Wo schon über den Boden geschleift hat und deswegen hat er jetzt auch nur noch eine Antenne. Nun ja, oh, und er hat, glaube ich, weniger Treibstoff, als ich vorgesehen hatte. Oh, ich weiß nicht, wir werden sehen, ob der Treibstoff reicht. Aktuell ist er gleich wieder im Sinkflug, aber er hat schon 400 Meter pro Sekunde. Ich glaube, um die 600 braucht er. Gucken wir mal. Naja, die Richtung stimmt ungefähr. So. Wie haben wir jetzt noch Sprit? Naja, es könnte reichen. Versuchen wir es einfach mal. Also das ist dieser Lander aus dem aus der Expansion, aus dem DLC, der quasi dem amerikanischen Mondlandemodul nachempfunden wurde. So. Wo kreuzen wir die Bahn? Das ist erstmal wurscht. Wir müssen erstmal eine Umlaufbahn erreichen. Machen wir es so, für 2 Sekunden. Richten wir uns auf und aus und in 11 Minuten ist es soweit. Sieht hier aus die Schürze, ne? Die ist irgendwie, sind wir nicht gut losgekommen. Ah, ist der Vorführeffekt. Bei Tests in Kirby im nahen Raum hat es funktioniert. Das kann halt nicht immer klappen. Noch haben wir ja auch noch nicht verloren. Ich kann hier nicht schneller als 1 vorspulen unter 10.000. Naja, da mache ich das dann im Schnitt. So sieht es von drinnen aus. Wir haben halt nur diese kleinen Fenster zum Gucken, die normalerweise nach... Normalerweise stehen sie einen Schritt weiter vor und können durch die kleinen Fenster nach unten schauen. Sonst gibt es hier nämlich keine Fenster. Hallo Bill. Genau. Und jetzt sind wir schon in der richtigen Höhe und jetzt können wir spulen. So, noch fix gewendet, beziehungsweise uns wieder ausgerichtet. Und dann geben wir die 2 Sekunden Schub. Also tun wir die Zeit noch ein bisschen nach vorn. So. So, das reicht. Wir sind wieder in der Umlaufbahn. Jetzt müssen wir nur noch ja, unser Mutterschiff einholen. So, und wo überkreuzen sich die beiden Flugbahnen? Ja, wirklich hier an der Stelle. Und da machen wir das nächste Manöver. Ne, andere Richtung. So. Und dann wären wir auf der richtigen... in der richtigen Richtung. 1 Sekunde. 8 Minuten. Das können wir aber jetzt schon schnell spulen.
ja. Sind wir auf einer Ebene sozusagen. Und jetzt bringen wir mal unsere AP so, dass wir ein bisschen näher rankommen. Dass wir quasi auf der richtigen Höhe dann rauskommen. So. Zum nächsten Manöver. Flagge sieht man jetzt hier unten, ne? Mohus Randolith. Die Flagge wieder ausblenden. So, Vorspulen abgeschlossen. Jetzt ganz vorsichtig Gas geben. Und zwar jetzt. So. Ja, und jetzt brauchen wir nur noch das Einholmanöver zu fahren. Manöver hinzufügen. Dürfen auch nicht zu niedrig kommen, aber es scheint noch zu gehen. So, 0,6 Kilometer hätten wir dann. Kann man das so machen. Also zum nächsten Manöver vor. Jetzt geht es wieder aufwärts quasi. Wo ist Mo? Da. Richtig schnell spult er dann ab 30.000 Meter. So. Jetzt sind wir quasi wieder über dem Pol. Da müssen wir jetzt auch wieder relativ exakt die ganze Geschichte machen. Aber wir haben ja RCS dabei, Monotreibstoff, wo wir dann noch ein kleines bisschen korrigieren können. Aber ungefähr wollen wir es schon so machen, wie er veranschlagt ist. So, auf geht's. So. Mal schauen. 0,9. So, sind wir bei 0,3. 0,4, 0,3 ist schon das nächste, was wir erwischen können. Gut. Naja, ist da auch schon ziemlich nah dran. Ne? So, spulen wir erstmal bis hier. Und unsere geringste Höhe ist hier unten dann auf 10 Kilometer. Wenn man innen fliegt, ist man dann halt schneller, als wenn man außen fliegt. Deswegen holen wir jetzt unseren Lander, nicht unseren Lander, sondern unser Mohe Explorer ein. Und können dann frohgemut wieder umsteigen in die etwas größere Kapsel. Beziehungsweise in die größere Aufenthaltskabine. Sagen wir mal. So, also dieses Standort-Kerbonauts-Wahrzeichen. Aha. Den können wir aber löschen, weil, wie gesagt, hier die Flagge steht. So, und jetzt sind wir über dem Südpol. Und über dem Nordpol. Jetzt können wir auch Licht schon mal anmachen. So, wir spulen gerade. Über dem Nordpol werden wir dann unser Ziel treffen. Jetzt ist schon automatisch auf Ziel umgeschalten, weil wir uns wahrscheinlich schon langsam nähern. Es müsste praktisch ungefähr vor uns sein, dort 45 Kilometer. Und sein Geschwindigkeitsunterschied nimmt auch ab, das ist gut. So, und natürlich müssen wir entgegen der Zielflugbahn brennen, damit wir nicht vorbeirauschen, sondern dann bremsen.
wenn wir ihm nahe sind. Das dauert noch ungefähr eine Minute. Gucken wir nochmal ran. Nee, es dauert ungefähr 5 Minuten. Ah, ich hatte ja bis hier gesagt, sollen wir vorspulen. Also dann tun wir nochmal. Hier sind es 5 Minuten 18, 4 Minuten 2. Spulen wir mal hier vor. Ja, und da sehen wir es schon. 1,5 Kilometer Entfernung. Und unsere nächste Annäherung ist laut hier 0,3, also 300 Meter. Theoretisch müssten wir nicht mal andocken, wir könnten sie auch per IWE umsteigen lassen, aber das machen wir nicht. Wir versuchen es richtig. Aber die Antenne kann uns vielleicht stören beim Andocken. Und wir machen unser Licht an. So. Jetzt ist es langsam soweit. So, noch 500 Meter. Und wir bremsen. Das muss noch ein bisschen näher kommen. So, und jetzt müssen wir weiter bremsen, da es sich dann wieder entfernt, wenn wir das jetzt nicht machen. Gut. Also richten wir uns mal aufs. Richten wir uns erstmal aus auf die. Und geben mit RCS Gegenschub, dass wir noch auf 0 kommen. So. RCS wieder aus. Und aufs Ziel zu. RCS an und ein kleines bisschen. Schub. So, und wir nähern uns. Allerdings von der Seite. Wir müssen ja praktisch von oben ran, wenn man das als oben betrachtet. Jetzt ist es gerade unten. Aber im Weltraum gibt es ja kein Oben und Unten. Aber zumindest dürfte man jetzt das ganze Ding im Sonnenschein machen, auch wenn ich jetzt hier einen Dockingport eine Lampe mit verbaut habe, damit die ewige Dunkelheit beim Docking-Manövern ein bisschen auf den Keks ging. Ja, trotz ruppigen Starts haben wir es doch geschafft, hier hochzukommen. Und ich musste nicht die ganze Folge nochmal machen. Weil ich speichere normalerweise richtige Safe Games, also keine Quicksaves, nur von Folge zu Folge. Nö, und da wäre mir der Aufwand zu groß gewesen. Ich habe ja auch noch anderes Zeug zu spielen als Kerbal Space Programm. So, jetzt können wir das Ganze ein kleines bisschen vorspulen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da ein bisschen wegkommen. Habe ich überhaupt noch Monotreibstoff? Ja, ein bisschen. Ich muss auf jeden Fall jetzt bremsen. Macht er nicht. Oh. Warum? Was ist passiert? Egal. Habe ich keinen Monotreibstoff mehr? Doch. Eigentlich schon jede Menge. Na gut. Mal sehen. Weiß nicht. Wollte gerade nicht. Beziehungsweise vielleicht hatte ich es ja auch nicht aktiviert. Geben wir mal ganz leicht mit den Schubdüsen nach vorne Gas.
sieht nur die RCS nicht, deswegen. Es gibt keinen optischen, eine optische Rückkopplung sozusagen. Ich sehe das hier nur an den Anzeigen. So. Aha, naja, ein bisschen schräg wäre das schon. Wird schon lieber noch ein bisschen zur Seite. Also quasi noch ein Stück in die Richtung. Und das drehen wir es noch ein bisschen. Die Richtung. So, jetzt kleines bisschen vor. Da kommen wir dann gerade drauf. So. Genau. Ja, und jetzt gehen wir ein kleines bisschen den Schub. Richtung Andockluke. Ja, und es sieht ganz gut aus. Jetzt könnten wir es schaffen. Und wir sind dran. Ja. Genauso wird's gemacht. So. Wo wir jetzt hier so schön dran sind, steigen wir gleich wieder um. Also. Du kommst da rein. Du auch. Brauchen wir die Stored Datas? Ist die Frage. Sind wir natürlich wieder an der Nachtseite. Na ja. Spulen wir noch ein kleines bisschen, bis es wieder hell ist. Hierher. Und da machen wir halt noch eine IWE. Wo ist denn hier der Einstiegsluke? Dort. Okay. Aber erstmal wird Chap wieder rüber gehen. Durch den Kanal. So. Und dann wird er hier aussteigen. Nee, falsch. Der Falsche ist ausgestiegen. Der Chap soll natürlich aussteigen, nicht der Bill. So. Daten nehmen. So. Und jetzt kann er quasi loslassen. Muss man erstmal zum Stehen bringen. Jetzt kann er nämlich noch einen IWE-Bericht machen. Du hast deine Beobachtung festgehalten. Na gut. Na, zurück. Nicht ganz so einfach, aber wir kriegen es hin. So, und da ist er dran und jetzt kann er einsteigen. Und jetzt haben wir unsere ganzen Berichte
umgeladen. So. Den Lander brauchen wir nicht mehr. Wir können höchstens mal gucken, ist da noch Sprit drin. Naja. Das macht es gerade auch nicht fett. Also, wir lassen den jetzt wieder frei. So. Da entfernt er sich wieder. Also hat dort missglückten Start von Moho doch ganz gut geklappt. Ja. In der nächsten Folge könnten wir A natürlich zurück nach Kerbin. Aber ich habe mir was anderes überlegt. Wir werden in der nächsten Folge einen zweiten Lander hierher fahren. Einen Speziallander. Und damit das nördliche Easter Egg erkunden. Weil wenn wir einmal hier sind, mit dem Teil komme ich auf jeden Fall zurück nach Kerbin. Und jetzt brauche ich praktisch nur noch ein bisschen Energie, um einen Lander hierher zu bringen, der ein bisschen, möglicherweise ein bisschen cool ist. Mal sehen. Der möglicherweise in das Easter Egg hinein kann, was es da am Nordpol gibt. Ja, aber für heute war das Aufregung genug. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Astronier.